Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. So, ach ja, genau, Fächerlandschaft stand an, ich erinnere mich. Na, gucken wir mal, was das wird. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, aber... Oh, was haben wir denn da? Na, das war jetzt der Knüller-Effekt. Und das hilft mir jetzt inwiefern weiter? Komme ich jetzt von hier da irgendwie hin? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist ja vermutlich auch unsichtbare Wand, ne? Ja, ja, okay. Da komme ich gar nicht erst rüber. Okay, dann da unten irgendwie lang. Da sind unsichtbare... Ah, okay. Da kann ich eigentlich direkt rüber, oder? Alter, was hier los ist, ne? Okay, und dann darüber? Okay, man kann hier die... Dadurch, dass das... Waren die nicht mal heller? Ja, wobei, ist schon ganz sinnig, dass das auf dem hellen Untergrund nicht hell ist. Also mit dem hellen Hintergrund, meine ich, sieht man sonst die Plattform deutlich schlechter, möchte ich behaupten. Okay, und wir sehen wieder was. Und Walter, das alles für eine... Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke, dann ist es nicht mehr tief. Verpetz mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Warum ist das Ding hier eigentlich? Das hat doch gar keinen praktischen Nutzen, oder? Komme ich von hier? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Schade. Aber ich wüsste auch gar nicht, warum ich darüber sollte, ehrlich gesagt. Dachte, ich probier's mal. Aber eigentlich voll gut. Dann sparen wir uns jetzt nämlich den Rückweg. Das war gar nicht so dumm. Rüber. Die Zähne sieht man auch fast gar nicht mehr, aber nun ja. Noch was? Okay. Mich nur gewundert, dass ich da so hoch gepustet wurde. Also so relativ weit hoch, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Aber okay. Oh, ein Schlüsselloch. Wie praktisch. Alter, das ist mit der Kameraperspektive ja auch richtig gut gelöst hier. Holy shit. Okay, wenigstens muss ich da nicht wieder zurücklaufen. Oder doch? Zeigt sich noch. Nö, offenbar nicht. Irgendwas sagt mir, dass es wahrscheinlich sinniger wäre, wenn der Fächer umklappt. Andererseits... wir gucken mal, wo wir hinkommen. Vielleicht sollte er auch einfach nur da im Weg stehen. Wobei auch das nicht so richtig viel Sinn macht. Aber vielleicht ist er auch einfach nur dekorativ. Und wir ignorieren ihn einfach. Nichts versteckt. Hallo. Hat jemand mal Super Mario auf dem Gameboy gespielt? Erinnert mich gerade super an den ans vierte Level. Also an die vierte Welt quasi. Beobachte, lerne und reagiere. Ja, genau so funktionieren Jump'n'Runs. Okay, ich kann nicht drüber. Das ist schon mal
Gut zu wissen. Okay, der Strahl wird dann einfach plötzlich länger. Ich verstehe. So, du pustest doch auch gleich, oder? Darf ich? Danke. Okay, wo auch immer das jetzt ist. Da vorne ist... Ah, hier wahrscheinlich, oder? Hallo. Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Lizzie. Okay, wird das jetzt wieder so ein Arena-Kampf oder... Keine Nein, Zeit natürlich. Zu verlieren! Wir haben doch keine... Oh Gott, Mr. Krabs. Au. Habe ich da keinen Schaden genommen, obwohl ich zu spät ausgewichen bin? Auch gut. Ach, shit. Die Sache ist, ich musste ja theoretisch nicht mal platt machen. Kann ich. Also ist die Frage, ob ich das kann, wenn ich weiter so auf den Sack bekomme, wohl nicht. Autsch. Wo kommst du denn jetzt her? Hurra! Okay, das heißt, ich kriege jetzt mehr Leben insgesamt? Jawohl! Das ist doch eine gute Sache. Okay, dann jetzt da rüber und dann da hoch. Und dann ist da das nächste Schlüsselloch. Das hört gar nicht auf. Okay, schön, dass da auch so ein Ding runterplumpst. Mir geht doch jetzt gleich eine Tür zu, oder? Ja. Das war irgendwie zu erwarten. Ja, wo kommt ihr denn auf einmal her? Alter. Die Zähne da drüben könnte ich natürlich mal mitnehmen. Ich habe gedacht, na gut, wenn die jetzt platt sind, dann gehe ich halt, aber eigentlich. Hier kommt doch auch gleich wieder irgendwas. Oh, Schildkröte, hallo. Da müssen wir bestimmt gleich durch. Da geht's weiter. Okay, hier ist jetzt zu. Gut, dann gehen wir da wohl nicht lang. Bestimmt wieder irgendwas verpasst.
Was ist hier eigentlich gerade mein Ziel? So ganz nebenbei. Also außer irgendwie diesen Zug aufzuhalten. Na, hier sieht... gerade sagen, hier sieht man ja richtig viel, aber dann ging's. Jetzt nehmen Sie schon mit. Meine Güte. So schwer kann das doch nicht sein. Achso, da oben werde ich direkt getoastet, ja? Das ist ja super. Da unten will ich gar nicht hin, ne? Da komme ich doch her. Was passiert denn, wenn ich hier drauf stehe? Dann geht diese Tür auf, okay. Die ist direkt da. Die bleibt offen. Ich lege hier trotzdem mal so ein Bäumchen drauf. Man weiß ja nie. Okay, und jetzt sind wir wieder hier. Ich bin so verwirrt. Ich will nicht nochmal 2D. Das war jetzt nicht so spektakulär. Die Kriegführenden, ohne Sinn und Zweck, missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarbten die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Schon gedacht, so, ich habe ja gar keine Waffen. Was soll ich denn dagegen machen? Und ich kann halt nicht dodgen. Das ist auch so ein bisschen, aber nun ja. Funktioniert ja. Das ging erstaunlich gut. Meine Güte. Das ist ja ungünstig. Warum komme ich denn da nicht durch? Jetzt. Hört das doch irgendwann auf? Oder muss ich da... Ah, okay. Kann sagen, da kann ich doch garantiert nicht drüber. Also zumindest nicht, während es an ist. Das war einfach nur dumm. Zum Glück spawnen wir direkt da wieder. Vorsicht da drüben. Ja, jetzt. Okay. Stimmt, ich habe ja kein Messer. Ich wollte ihn gerade mit dem Messer kaputt machen, dann fiel mir ein. Nein. Okay, ich hab's verstanden. Ja, total blöd. Ich hätte einfach sofort gleiten können. Das war... Ich denke, man kann nicht unendlich gleiten. Uah. Ich werde verfolgt. Die Wände kommen immer näher. Sag mal, jetzt spring doch hoch. Das hat sich mächtig gelohnt. Kann ich da noch hoch? Nee. Für einen lächerlichen Zahn. Unglaublich. Hm.
das Gefühl, hier drüben könnte noch was sein. Ich finde, in den Pfirsichen hätten sie ruhig mal irgendwie wenigstens einen Goldzahn reinpacken können. Also so für 5. Wenn man sich schon die Mühe macht und da irgendwie hinwackelt. Ist ja super gelaufen. Einfach rüber? Ah, offensichtlich ja, okay. Da oben ist ein Pfirsich. So, und dann erst hier rauf, dann auf das Wölkchen. Dann für einen lächerlichen Zahn. Aber gut, so groß war der Omega jetzt nicht. So, ist vorbei. Finde ich gut. Wer konnte damit rechnen, dass das zugeht? Wie unerwartet. Oh, nicht doch. Zwei davon? Warum denn? Zwei davon ist schon eher ungeil. Ja, natürlich will ich das Ding analysieren. Ganz klar. Ich würde gerne noch was anderes machen, außer ausweichen, aber so viele Optionen habe ich irgendwie nicht. Boah, machen die auch noch mal was anderes? Ist doch nicht wahr. Ist ja was. Ah ja, jetzt auf einmal. Hallo? Sie weicht nach hinten aus und nach vorne aus und ich habe beides Mal, wohlgemerkt, die gleiche Richtungstaste gedrückt. Na klar, warum auch nicht. Verarschen.
heiß. Endlich. Boah.